Es ist irgendwie so, als wäre ich die pure Emotion, mein Freund, der reine Verstand. Also als wären wirklich so die absolut krassesten Dualitäten sich begegnet, die gleichzeitig aber auch so ähnlich sind. Also ich habe noch nie in meinem Leben jemanden getroffen, der mir so ähnlich ist wie er. Also wirklich so alle Leute während meiner Schulzeit irgendwie mit einem begriffen oder irgendwelche Bekanntschaften oder so. Auch die ganzen Leute in meinem Freundeskreis. Niemand ist mir so ähnlich wie er. Und gleichzeitig aber auch individuell. Es ist wirklich, es wäre wirklich so. Also ich meine, das kann man ja allgemein so bei allen möglichen Beziehungen sagen, dass man so gegenseitig so Yin und Yang zueinander ist. Aber irgendwie, also es wäre mir wirklich so, das ist so krass. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also wirklich Adam und Eva, keine Ahnung. Aber teilweise auch auf so einer umgekehrten Art und Weise. Vielleicht wegen Balance und so. Das ist richtig merkwürdig. Also er hat zuerst im Prinzip so in den Apfel der Erkenntnis gebissen. Er hatte ja zuerst eine Erleuchtungserfahrung. Und, keine Ahnung. Vielleicht kommt alles wieder ins Gleichgewicht. Und, seit mehreren Tagen schwirrt mir das Lied "Hier kommt die Sonne" im Kopf herum. Ich habe ständig Lust, es zu singen. Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen. Hier kommt die Sonne. Ich glaube, so fühlt sich wirklich Erleuchtung an. Also, es ist wow. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Also eigentlich glaube ich ja nicht an so mystischen Kram. Ich war eigentlich auch mal Atheistin. Keine Ahnung. Das ist so krass, was hier passiert. Und zwar eine ehemalige Mitpatientin, mit der ich ja letztens feiern war. Ich habe einmal nachts ohne meinen Körper Sex gehabt. Hat sich zumindest für mich so angefühlt. Und keine Ahnung, so Verbindung gefühlt und keine Ahnung. Ich meine, der Zustand ist eh öfters wie so ein Dauerorgasmus, aber egal. Und genau. Sie hat seitdem keine Depression mehr. Und die Mitpatientin, mit der ich auch im Zimmer war, meinte auch, dass sie das gespürt hätte. Also, dass sie irgendwas gefühlt hätte. Und keine Ahnung, also, dass ich irgendeine Auswirkung auf meine Mitpatienten hatte. Als ich noch in der Klinik war, habe ich auf jeden Fall gemerkt. Also, den meisten ging es dann tatsächlich besser. Außer denen, die sich irgendwie so von mir blockiert hatten, denen ging es dann irgendwie richtig schlecht. Genau. Und ich schaue ja gerne die Videos von Luna Darko. Und die hat ja diese ganzen Schwangerschaftsvideos gemacht. Und ich sehe da gerade auch immer mehr, keine Ahnung, Koinzidenzen oder egal wie man es nennt, es ist nur ein Wort. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Weil im September war es einmal so, da ging es mir nicht gut. Also zuerst ging es mir richtig, richtig gut, aber dann ging es mir nicht gut. Und ich dachte, mein Freund will mich schwängern. Und ich will gerade rausfinden, ob das derselbe Tag ist, wo Luna Darko schwanger geworden ist. Das wäre nämlich richtig krass. Bin aber auch noch am Recherchieren. Ich meine, keine Ahnung. Sie hat auch irgendwas erzählt von irgendwelchen Träumen. Das mag ich mir jetzt gerade anschauen. Ich meine, ich habe die nicht alle angeschaut, nur ab und zu so ein bisschen reingeschaut. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Das ist, also eigentlich glaube ich nicht an sowas. Ich meine, okay, man kann sich mit allem verbinden.
Ich meine, ich wusste, dass man da mehr wahrnimmt, aber ne? Also, ich hab's jetzt nachgeschaut. Das ist der 7. September. Und das war genau der Tag, wo ich das hatte, wo ich dachte, ich werde von meinem Freund geschwängert. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich meine die ganze Kaninchengeschichte auch. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe was verwechselt. Und zwar am 7. September, da war ich nur auf Nagoa. Aber an sich, dass ich das hatte, war am 8. September. Heißt, ich habe mich um den Tag vertan. Ich habe Luna Darko jetzt was geschrieben. Und genau, es geht nämlich um den Namen, was sie ursprünglich fürs Baby hatte. Weil sie dachte ja zuerst, sie bekommt ein Mädchen. Nee, zuerst dachte sie kurz, es wird ein Junge, aber dann hatte sie, glaube ich, irgendwelche Träume. Und irgendjemand anderes hatte auch was geträumt. Und in dem Traum kam derselbe Name vor, von dem sie auch geträumt hatte. Und ja, ich versuche gerade den Namen von dem Baby rauszufinden. Es wäre cool, wenn es mein Name ist. Aber ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass ich mich irre. Es ist... keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, wie ich jetzt Leute heilen kann, ohne dass es so unangenehm wird bei manchen. Manche sprechen ja auch von so einer sexuellen Energie. Tantra. Und ein Orgasmus ist ja im Prinzip auch loslassen. Und genau. Ich kann ja, also es fühlt sich für mich so an, dass ich irgendwie Sex haben kann. Auch ohne Körper irgendwie. Und ich habe das ja schon mal gemacht. Ich habe das jetzt heute wieder gemacht. Ja, und keine Ahnung. Ich glaube, weil dann ist es ja auch das Loslassen mit so einer angenehmen Empfindung, glaube ich, verbunden. Also, ich glaube, bei so sexuellen Dingen kann man jetzt eher loslassen, als wenn man jetzt nur so auf dem Bett liegt und dann kommt irgendwie so voll das ganz unangenehm auf einmal. Als wenn das jetzt irgendwie mit diesem körperlichen Reiz auch irgendwie verbunden ist. Also ja, Sex kann tatsächlich heilen. Ich habe ja schon mal so nach dem Meditieren oder so durch diesen krassen Bewusstseinswechsel und so auch sowas wie Auren gesehen. Kannst aber auch Energie nennen oder so. Und ich kam dann irgendwann auf die Idee, wegen innen gleich außen, Menschen so zu malen, wie ich sie sehe. Und ja, das mache ich gerade bei einer Mitpatientin. Und versuche mir den Farben so darzustellen, wie die Erleuchtung in ihr drin aussieht, weil ich kann irgendwie voll tief so in Menschen reinschauen. Und ich kann tatsächlich dann irgendwie auch wie so ihr wahres Wesen sehen, würde ich mal sagen. Und
wie sie eben aussehen oder wie sich das anfühlt, wenn sie erleuchtet sind. Und ja, das versuche ich mit den Farben eben darzustellen. Man hat doch diese Wunschvorstellung im Kopf, wie man sich sein perfektes Leben vorstellt. Und mein Leben wird gerade immer mehr so und es ist so schön. Mir wurde früher immer gesagt, wie unrealistisch das ist. Ich soll nicht so viel träumen. Aber ja, dann habe ich es halt unterdrückt, was ich selber wollte. Aber irgendwie, es wird gerade immer mehr genau so, wie ich das immer wollte. Je mehr man so auf sein eigenes Herz hört. Ja, keine Ahnung. Ich war jetzt, es gibt so eine selbstverwaltete Kneipe bei mir im Ort. Und vielleicht mache ich da ab jetzt mit. Bei dem ganzen Organisationsgedöns und so. Und ich habe ja am 23. Januar Geburtstag. Und ich habe die dann so gefragt, ob ich dann für nächste Woche Freitag das da dann irgendwie reservieren kann. Und dass da auch ein bisschen Goa läuft und so. Aber nicht nur. Ich höre nicht nur Goa. Und es geht voll klar, also ich kann das machen. So ein bisschen meine erste eigene Goa. Ich nenne sie Katz-und-Maus-Spiel. Und ich schaue gerade noch, ich kenne jemanden, der macht auch so Deko, der hat auch schon mal sowas veranstaltet. Weiß aber nicht, ob der herkommt, aber ich habe den jetzt mal angeschrieben. Weil dann hätte ich auch Dekoration. Vielleicht kann ich auch ein paar von meinen Leinwänden aufhängen. Muss halt schauen, Schwarzlicht, habe ich keins. Wahrscheinlich lassen wir halt irgendeine Playlist laufen, weil irgendwie noch an einen DJ zu kommen, wäre möglich, aber ja, das Ganze ist ja relativ spontan von dem her. Und ja, ist doch eigentlich auch schön, wenn ihr, dass ich irgendwie was wünschen kann, was da für Musik läuft. Und genau, das war auch voll lustig. Die eine Männertoilette braucht irgendwie eine neue Bemalung. Und ich hatte erst letztens mit jemand anderen so geredet, als ich das erste Mal dort war. Oder nee, es war das dritte Mal insgesamt, aber das erste Mal dieses Jahr dort war. Ob ich da nicht mal was hinmalen will. Und die das eigentlich in der Toilette machen wollte, hat jetzt irgendwie abgesagt und ich kann das machen. Und genau, ich hatte irgendwie sowas mit Alice im Wunderland im Kopf. Aber dann dachte ich so, Toilette, das ist ein Wunderland, ich weiß nicht. Und ja, dann hatte ich so gewitzelt eigentlich nur Alice im Penisland, weil es ist halt, ja, Männertoilette. Und genau, was eigentlich nur ein Witz war, hat dann zu einer Skizze geführt. Weiß nicht, also wie das mit den YouTube-Richtlinien ist. Ich würde die Skizze gerne zeigen, aber auf jeden Fall stellt euch Alice vor, oben ohne. Und um sie herum sind lauter Penisse. Und der eine Penis ist dann halt so mit Hasenohren und einer Uhr. Dann gibt es den Hutmacher-Penis, den Grinsekatzen-Penis und so weiter. Das ist voll der Quatsch, aber richtig lustig. Und ja, also die ganze Truppe dort war einverstanden. Ich kann es dann an die Wand malen. ja, ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nicht wie. Aber ja, keine Ahnung. Das Einzige, was jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist halt mein Kunststudium und die Weltreise. Aber Stück für Stück einfach machen. Bis dahin. Ich denke, ich werde jetzt auch ein paar Mal vielleicht abends dort ein bisschen arbeiten und halt an der Theke. Und ich habe mitbekommen, mein Ort macht auch in ungefähr 3 Monaten so einen Unverpacktladen auf. Und wenn man da aushilft, bekommt man da auch Essensmarken. Ich denke, das werde ich auch machen, weil momentan habe ich keinen Job. Und ja, dass ich da einfach so ein bisschen was habe, was mir so ein bisschen ja Struktur gibt. Und ich denke mir halt so, ich hätte schon viel früher da mal ein bisschen mit den Leuten dort quatschen sollen. Also ich war ja auch schon mal dort,
aber habe mich nicht so richtig getraut, mit den anderen dort zu unterhalten oder irgendwelche Leute anzusprechen, weil halt so viele Komplexe da waren und keine Ahnung. Und ich denke, ich habe dadurch voll was verpasst. Und ich freue mich voll, dass ich mich das einfach wieder traue oder keine Ahnung, jetzt viel früher machen sollen. Es ist einfach, ich bin halt irgendwie so voll dankbar. Und ja, ich freue mich voll. Ich freue mich auf meinen Geburtstag. Es ist fertig. Das Bild heißt Das letzte Einhorn. Ja, sowas mache ich übrigens auch voll gerne als Auftragsarbeit. Ich tue zwar öfters auch Zeichnungen von mir verschenken, aber ja, ich glaube, sowas würde ich dann doch lieber gern für Geld machen. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr sowas auch wollt, schreibt mir einfach. Ja, keine Ahnung. Also das ist jetzt aus dem Kopf, weil ich wollte eigentlich was mit Handyvorlage machen, aber ich habe das Foto nicht mehr gefunden. Ich finde, wenn ich das mit Foto mache, wird es sogar noch ein Tick besser, weil hier musste ich jetzt so grob, ja, keine Ahnung, das Gesicht halt aus dem Kopf machen und alles. Bin aber ehrlich gesagt auch stolz drauf. Ich finde, es ist ganz gut geworden. Man erkennt sie so ganz grob, aber das Gesicht passt nicht ganz. Aber egal. Ich finde, es geht auf jeden Fall in ihre Richtung. Ja, also wenn ihr sowas auch haben wollt, sagt einfach Bescheid. Nicht nur das Einhorn bekommt jetzt auch ein Geschenk, sondern auch die Piratin. Damit sie besser um die Weltmeere segeln kann. Und ihren Kompass, der nicht nach Norden zeigt, folgt. Ich habe Origami gebastelt. Das ist Schwarzlichtpapier. Und das ist für die eine Mitpatientin, die an Engel glaubt und so. Weil die hat sich überarbeitet.